ganz genau hinguckt, dann ist da dieses Charakterstück, das ist der Markenname von der Firma, mit eingestanzt und das gefällt mir so gut. Und im Vorfeld waren hier so Splittstäbe drin, ganz eng so, für, da kann man dann Messer und Gabeln reinstecken und jetzt möchte ich die gerne umändern. Und zwar einfach nur zwei große Steckmasseziegel, eine schöne Kerze drauf. Und das Ganze soll herbstlich arrangiert werden. Ich habe hier vorne schon mal angefangen und ich zeige euch gleich ganz in Ruhe, wie ich das hier so weiter gearbeitet habe, dass das toll eintrocknet. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das etwas ist, was vielleicht auch bei so einem, vor allen Dingen bei so einem, bei einem Mann in die Wohnung passt. Weil es ist ganz klar, es ist ganz geradlinig und ja. Ne? Könnte ja passen. Also, und zwar geht ihr einfach dann so ein bisschen mit dem Messer hier nochmal und nehmt die Steckmasse weg, weil sonst kommt man zu weit auf den Rand. Und mein Ziel ist es eigentlich, diesen Raum hier auszugestalten. So. Die Kerze habe ich jetzt noch nicht befestigt. Die kommt dann im Anschluss. Könnte man aber auch jetzt schon machen mit Steckdrähten oder wie auch immer. Aber so kann ich immer nochmal hin und her schieben. Ich doch gestern nicht genug Steckmasse, da habe ich hier doch ein kleines Loch, aber das kann ich auch, das arbeite ich auch, das kriege ich schon hin. Das werdet ihr gleich sehen. Ich habe die Steckmasse verschenkt an eine Dame, die braucht unbedingt welche, dann hatte ich nachmittags selber keine mehr zum Arbeiten. Sowas kann dann auch passieren. Ne? So, also, so erstmal das Ganze einstutzen. Und draußen in der Natur ist es jetzt so, dass es alles gerade kippt vom sonnigen, warmen Sommer. Meine ganzen Currypflanzen, die werden jetzt so ein bisschen, ja, da ist der Lack ab, ne? Also die Blüten sind ausgetrocknet und ich finde aber das Grün noch ganz schön und man könnte auch Stacheldrahtkraut nehmen oder Lavendelkraut nehmen oder, ne? Und dann habe ich mir gedacht, wäre das eigentlich ein ganz guter Unterbau, damit man ja, das Ganze nicht sieht. Ich hatte auch, wenn man jetzt zum Beispiel keine Trockenblumensteckmasse hat und grüne Steckmasse, hat man ja auch immer das, da guckt das Grüne durch. Hier ist es jetzt mit dem Grau, fand ich ganz gut. Und jetzt gehe ich eigentlich nur mit diesem frischen Grün hier rein. Das soll nur meine Basis sein, weil ihr seht ja, ich habe gesagt, ne, Steckmasse reicht nicht ganz aus. Das fülle ich jetzt eigentlich nur hiermit auf. Und dann nehme ich so kleine Drahtkrampen und stecke das dann hier fest. Ja, wir haben jetzt heute Samstag, es ist ganz ruhig hier um mich umzu, kann ich ganz entspannt hier arbeiten. Ich habe gestern schon angefangen und habe mir überlegt, wie möchte ich das gerne machen, dass es auch nicht zu verspielt ist und dass es nicht zu unruhig ist. Und ich habe festgestellt, je mehr Eicheln ich platziere, desto ruhiger wird das Ganze, weil das natürlich eine glatte Fläche hat und je mehr ich von diesem Krisselkram dazwischen habe, je unruhiger wird das. Also wenn man das klar und clean und modern haben möchte, dann sollte man sich auf flächige Schichten konzentrieren, ob das jetzt Kastanien, Eicheln sind, Nüsse nachher vielleicht in der Weihnachtszeit, Paranüsse, ne? Haselnüsse, Walnüsse kombiniert, passt natürlich auch toll hierzu. Aber jetzt wollte ich erstmal in diesem Grünton den Kontrast haben, Natur, Grün, Beige, mit ein bisschen grauen Akzent. Ja, und ihr könnt dann auch noch Gehölz mit reinnehmen. Und um das Ganze zu versiegeln, gibt es ja jetzt ganz viele Möglichkeiten. Also, wenn man einfach nur möchte, dass das ein bisschen frisch aussieht, dann kann man Lackglanz nehmen. Wenn du jetzt mal ganz dicht ran schaust, jetzt sind die Eicheln so ganz matt. Und wenn ich jetzt so hier rüber sprühe, bekommen die so einen leichten Glanz und Lack. Das bringt auch schon etwas. So. Dann gibt es im Floristenfachgeschäft die Elefantenhaut oder das Trockenspray. Das sind jetzt so zwei Geschichten. Das wird viel genommen, wenn man einen Bärenkranz nimmt und man möchte das so ein bisschen versiegeln, dass sie eigentlich möglichst lange so bleiben, wie sie sind. Da kommen dann keine Tiere raus oder gehen keine Tiere rein. Und da kann man jetzt auch mit so einem Eimer rüber. Und das, meine Hoffnung ist jetzt, es ist ein bisschen nach Lack. Das kann nicht gesund sein, aber egal. Ich möchte euch nur zeigen, also es glänzt dann ganz doll und meine Hoffnung ist, dass das dann auch schön in den Kapseln bleibt. Und ja, mit dem sprühe ich jetzt gleich die andere Seite, dann kann ich ja gucken, was besser ist. Man könnte auch Sprühkleber nehmen, aber Sprühkleber hinterlässt auch immer so ein bisschen
weiße, ist ja wie flüssiger Kleber, den man rüber sprüht, so ein bisschen weiße Ziehfäden. Zieht auch den Staub an, wäre aber auch eine Möglichkeit. Aber jetzt muss ich mal eben rausfrischen, worüber ich mal. Alter Verwalter! Okay, das könnte man dann aber auch schön im Anschluss machen, wenn man das fertig hat. Ich wollte euch das nur eben zeigen, ne? So. So, jetzt geht es hier weiter. Guck mal, wenn man das jetzt, man sieht das schon, ne? Also so sieht es jetzt hier aus, ne? Und sobald ich da so einen kleinen silbernen rüberlege, ne? Das ist dann gleich so ein bisschen heller, frischer, aber es ist eben auch verspielter, ne? Je filigraner die ganzen Geschichten sind, es ist zwar ein schöner Mix, aber es sieht auch immer gleich ein bisschen unruhig aus. Aber ich finde es irgendwie ganz schön, vor allem so für den Duft. Und wer weiß, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Also, es ist ja ganz witzig, ne? Wir haben jetzt September und wenn ich jetzt so Ruhe habe wie heute auf dem Samstagnachmittag und das schon mal vorbereite, da freue ich mich nach einer Weihnachtszeit, dann habe ich einfach schon was. Also vielleicht verkaufe ich es ja jetzt auch schon im Herbst und so, aber was ich damit eigentlich sagen möchte, wenn ich sage, ich dekoriere schon alles neu auf Weihnachten, dann ist das so nicht, dass hier sofort morgen der Weihnachtsmann einzieht, die Kugeln von der Decke hängen, die Lichterketten bling bling machen in jeder Ecke. Natürlich überhaupt nicht. Es ist noch ein totaler Übergang in den Herbst rein. Also, denn ich finde auch, dass man das hier mit einer Kerze sich doch jetzt schon anmacht. Das ist ja kein Adventsgesteck. Das kann man doch nachher dann noch mit einem tollen Holzstern oder mit kleinen, wenn man möchte, eine kleine zarte Lichterkette umzudrehen oder ein paar glänzende Kugelchen reinsetzen. Das kann man ja noch, also für mich heißt immer Weihnachten, wir dekorieren um und gehen ganz sachte vom Herbst in die Weihnachtszeit rein. Und das ist nicht dann so irgendwie, dass ich irgendwie, ja, also ich sage das dann immer so, ja, wir dekorieren dann ja schon alles neu um auf Weihnachten. Also das wird ein Smoothie-Übergang und das wird wirklich hier noch erst recht schön so auch herbstlich, dass man, weil ich arbeite ja jetzt mit diesen Materialien auch und ich hole ja jetzt nicht schon irgendwie, was weiß ich, sonst was raus. Das ist doch mal ganz klar. Und das wollte ich einfach nur noch mal sagen, weil dann, ja, zu früh und hin und her. Ich finde es gut, wenn man jetzt etwas arbeiten kann, was man nachher noch aufpeppen kann, was man mit rüberziehen kann. Für mich ist das so eine Übergangsgeschichte, der Herbst in diese Zeit rein. Und man sammelt ja jetzt diese Beeren. Und ich finde, dann muss man das ja auch jetzt vorbereiten und machen. Und ja, umso mehr hat man dann nachher fertig und kann das zeigen. Und es ist schön haltbar. So, hier habe ich jetzt noch so einen schönen Ast mit Flechte, vielleicht irgendwie von einem alten Apfelbaum oder vom Birnenbaum, das kann ich jetzt auch nicht mehr erkennen. Den setze ich jetzt auch noch mal so mit rein, dass der so ein bisschen die Form durchbricht. So, ich würde sagen, mein kleines herzliches Charakterstück, mein großes Charakterstück, mein Potpourri ist fertig soweit und ja, jetzt wird noch der Rest gleich angesprüht, das mache ich aber draußen und dann hoffe ich, aber ich werde auf jeden Fall zwei machen, so zwei nebeneinander. Vielleicht mache ich den hier auch gleich ganz anders, dass ich hier vielleicht mit Duft arbeite, zum Beispiel mit Ingwer, mit Zimtstangen, mit Anissternen und Nüssen, das was ich eben gesagt habe, damit man wirklich zwei verschiedene hat. Dann hat man vielleicht einmal Herbst und einmal Weihnachten zum Übergang. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen und bedanke mich dafür. Und wir sehen uns in Kürze.